Heute beim elektrischen Reporter: Vergessen, entlieben und nasführen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Das Internet vergisst nicht. Diese Behauptung ist Versprechen und Drohung zugleich. Der Europäische Gerichtshof verdonnerte vor einiger Zeit Suchmaschinen dazu, Seiten nicht mehr auffindbar zu machen, wenn irgendjemand, der auf diesen Seiten erwähnt ist, dort nicht mehr auffindbar sein möchte. Um das vergessliche Netz, darum geht es in unserem ersten Beitrag. Wer seine Taz vom 17. Januar 2009 aufgehoben hat, der ist im Vorteil. Denn dort kann man auch heute noch nachlesen, dass die Hamburger Burschenschaft Germania ein Nazi-Problem hat. NPD-Funktionäre gehen damals nicht nur als Referenten ein und aus, sondern tummeln sich auch unter den Burschenschaftlern selbst. Die Tageszeitung nennt in ihrem Artikel auch Namen. Wer allein diese Namen googelt, der wird den Taz-Artikel heute nicht mehr finden. Denn der ist ausgelistet worden, also der ist quasi von zwei Personen insofern beanstandet worden, dass sie mit diesem Text nicht im Zusammenhang stehen möchten. Bei Google findet man lediglich den Hinweis, man habe einige Ergebnisse entfernt. Rund einem Dutzend Taz-Artikeln ist es schon genauso ergangen. Auch wenn die Texte über den Titel nach wie vor zu finden sind, über Google sucht man sie vergeblich. Der Grund hierfür ist das sogenannte Recht auf Vergessen. Eigentlich ein Recht darauf, vergessen zu werden. Dieses Recht hat der Europäische Gerichtshof dem Spanier Mario Costeja zugebilligt. Das Urteil verpflichtet Google, einen Zeitungsartikel über eine Jahre zurückliegende Zwangsversteigerung aus der Trefferliste zu Costejas Namen zu entfernen. Ein halbes Jahr später sind unter Berufung auf dieses Urteil bei Google etwa 135.000 Löschanträge aus ganz Europa eingegangen. Eine halbe Million URLs sind betroffen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat uns in eine ganz schwierige Situation gebracht, weil wir jetzt in der Position sind, dass wir für jeden Antrag, den wir bekommen, eine ganz grundsätzliche Abwägung machen müssen zwischen zwei elementaren Grundrechten, nämlich zwischen dem Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite und der Informationsfreiheit auf der anderen Seite. Und in jedem Antrag, den wir bekommen, müssen wir halt auf Grundlage des Urteils überlegen, ob eine Löschung von Suchergebnissen gerechtfertigt ist oder nicht. Jedem zweiten Antrag hat Google bisher stattgegeben. Die Richter haben für das Verfahren keine Vorgaben gemacht. Google muss sich selbst überlegen, wie es dem Netz das Vergessen beibringt. Ein Expertenbeirat soll dafür noch klare Regeln entwickeln. Bis dahin bleibt das Prozedere undurchsichtig. Die Taz kann sich zwar zusammenreimen, wer das Entfernen des Links verlangt hat. Aus Datenschutzgründen teilt Google das den betroffenen Medien aber nicht mit. Auch ein Widerspruchsrecht ist nicht vorgesehen. Was raus ist aus Google, das bleibt draußen. Momentan ist es quasi eine Blackbox für uns als Medium. Wir wissen nicht, wer den Antrag gestellt hat, was die Gründe dafür gewesen sind und wissen auch nicht, wie man eigentlich dagegen vorgehen kann. Mancher Löschwunsch zu persönlichen Themen scheint durchaus verständlich. Wer 2009 ein Nazi war, muss es 2014 ja nicht immer noch sein. Aber auch Journalisten haben ein legitimes Interesse daran, dass das Ergebnis ihrer Arbeit auffindbar bleibt und auch wieder Grundlage neuer Recherchen werden kann. Viktor Meyer-Schönberger, Professor am Oxford Internet Institute, hält die Kritik am Luxemburger Urteil für übertrieben. Die Löschbereitschaft von Google aber auch. Mich hat die Großzügigkeit von Google überrascht. Man kann das einerseits zuschreiben, den anfänglichen Schwierigkeiten mit einem neuen Verfahren umzugehen oder auch dem Versuch, in der öffentlichen Meinung zu punkten. Meyer-Schönberger ist so etwas wie der geistige Vater des Rechts auf Vergessen. Schon 2009 hat er in seinem Buch Delete argumentiert, dass uns die unbegrenzte Erinnerung des Netzes einer notwendigen Fähigkeit beraube. Wir Menschen vergessen Dinge, und zwar tun wir das, weil wir uns damit dem Erinnerungsmüll entledigen, der irrelevant geworden ist für unsere gegenwärtige Situation und für zukünftiges Handeln. Es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, wer nicht vergessen kann, der sieht nicht mehr den Wald, sondern nur mehr lauter Bäume.
Das Erinnern auch nur ein wenig zu erschweren, würde demnach schon für mehr menschliche Waffengleichheit gegenüber den Maschinenhirnen sorgen. Viele Netznutzer und auch Google halten allerdings gar nichts von der verordneten Netzamnesie. Also ganz grundsätzlich vergisst das Internet nichts. Das hat Vor- und das hat sicherlich auch Nachteile. Es kann aber nicht der richtige Weg sein, weil einem ein einzelnes Buch in der Bibliothek nicht passt, den Bibliothekskatalog wegzuwerfen. Das wird dem Grundproblem nicht gerecht. Das Urteil hat eine wichtige Debatte darüber angestoßen, wie wir als Gesellschaft mit unserer Vergangenheit umgehen wollen. Aber anstatt den Maschinen das Vergessen beizubringen, sollten wir uns vielleicht selbst an eine andere menschliche Fähigkeit erinnern, wenn wir das nächste Mal auf Peinlichkeiten anderer Leute im Netz stoßen. Die Fähigkeit zu verzeihen. Über das Netz kann man sich prima kennenlernen und manchmal wird sogar Liebe daraus. Was aber, wenn man sich nicht mehr liebt und nicht mehr sehen möchte, auch nicht über das Netz? Um diese Frage geht es in unserem heutigen Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Eva, ich bin 31 Jahre alt, ich arbeite in der Politik und auf Twitter findet man mich unter @habichthorn. Zu meinem Vortrag kam es, weil es in meinem Freundeskreis einige Trennungen gab. Trennungen aber vor allen Dingen von Menschen, die versucht haben, sich online zu trennen. Was zum Teil halbwegs dramatisch war und dass sich da offensichtlich in Bezug auf Trennungen was verändert hat. Dass du im Internet einfach andere Kontaktmöglichkeiten hast, dass du viel mehr miteinander verbunden bist, dass du nicht mehr nur zusammen gesehen wirst oder mal zusammen zu den Eltern fährst, sondern dass du dich halt auch in deinen jeweiligen sozialen Netzwerken vor zehntausenden Menschen halt produzieren kannst, auch als Paar. Und wenn sowas dann auseinanderbricht, dann gibt es einfach ganz andere Probleme. Also soziale Netzwerke machen es deshalb schwieriger, sich zu trennen, weil du auch als Paar ganz anders miteinander kommunizierst als früher. Also ich stelle das selber fest, du nutzt ganz andere Netzwerke mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit. Und das bedeutet halt auch, dass Trennungen schwieriger sind. Du bist viel enger miteinander verbunden. Früher hast du halt überlegt, ja gut, okay, wer nimmt jetzt die Waschmaschine und wer nimmt das Karnickel? Und heute musst du dann halt überlegen, okay, brauche ich vielleicht eine Social-Media-Strategie für meine Trennung? Wer nimmt Facebook, wer nimmt Instagram? Und wie geht man überhaupt damit um? Regeln in Bezug auf die digitale Trennung gibt es auf jeden Fall, nämlich Kontakt abbrechen, sich voneinander entfernen. Das Problem ist, dass das in sozialen Netzwerken nicht so ohne weiteres möglich ist. Auch wenn du jemanden auf Facebook entfreundest oder auf Twitter entfolgst, kannst du ja immer noch nachgucken, was der so postet. Und wenn ich irgendwie abends allein zu Hause sitze und schon irgendwie eine halbe Flasche Rotwein in mir drin habe, dann komme ich vielleicht auf die Idee, mal auf Facebook-Profil zu gucken und dann sehe ich halt, der Ex-Freund hat gerade irgendwie ein tolles Urlaubsfoto gepostet. Und wenn ich dann auch noch reagieren kann, dann macht es halt ungleich schwerer. Du trennst dich dann richtig in den sozialen Netzwerken, wenn du dich so verhältst, wie du dich im normalen Leben auch verhalten würdest. Dann ist man eigentlich auf der richtigen Seite. Eine Ente ist nicht nur ein flossenfußiges Schnabeltier. Ente nennt man auch eine Falschinformation, wenn sie in der Zeitung steht. Steht so eine Falschinformation wiederum im Netz, nennt man die Ente Hoax. Und um Hoaxes geht es in unserem nächsten Beitrag. Über das Internet lässt sich so leicht Gutes tun. Da ist zum Beispiel dieses todkranke Kind. Für seine Behandlung kommt Facebook auf. Ein paar Cent spendet das Unternehmen jedes Mal dann, wenn jemand die Geschichte mit seinen Freunden teilt. Aber sowohl Kind als auch Spendenaktion sind frei erfunden. Im Netzjargon spricht man von einem Hoax. Auf diese Masche fallen viele Menschen herein. Gutgläubig leiten sie den falschen Hilferuf an Freunde, Kollegen und Verwandte weiter. Frank Ziemann regt daran auf, dass man diese Nachricht ja von jemandem bekommt, den man kennt und dem man mehr oder weniger vertraut. Und jeder, der so eine Nachricht bekommt und liest, geht einfach implizit davon aus, derjenige, von dem er es bekommen hat, wird es ja wohl nachgeprüft haben. Aber in Wirklichkeit hat es eben keiner nachgeprüft.
Ziemann ist ein Hoaxbuster. Seit 15 Jahren sammelt er die fragwürdigen Geschichten aus dem Netz und enttarnt sie auf seiner Webseite als Fälschung. Doch manche Hoaxes sind einfach nicht totzukriegen. Schon seit über 10 Jahren geistern sie durchs Netz. Früher per Mail, heute auf Facebook oder WhatsApp. Ja, das Problem ist halt, dass die Lügen schon dreimal um den Globus sind, bevor die Wahrheit sich die Schuhe zugebunden hat. Und insofern haben wir wesentlich mehr Lügen im Umlauf als Wahrheiten. Und meistens sind Wahrheiten ja auch öde und langweilig. Wer will schon die Wahrheit hören? So eine spannende Lüge ist doch viel schöner. Auf einen gut gemachten Hoax reinfallen, das kann sich ja jedem mal passieren. Wenn aber die Presse einem Hoax aufsitzt, dann wird es ganz schnell ganz peinlich. Zum Beispiel 2009, nach dem Rücktritt des ehemaligen Ministers Gutenberg. Jemand dichtet dem Ex-Minister auf Wikipedia einen neuen Vornamen an. Die Bild-Zeitung ist nicht die einzige, die den Namen falsch abschreibt. So wird aus einem Hoax ein Lehrstück in Medienkompetenz, freut sich Markus Kleiner. Insofern sind Hoax immer medienkritisch, weil sie diese Produktion medialer Wirklichkeit, die jeden Tag stattfindet, in unterschiedlichsten Foren, in Frage stellen. Und wenn sie die in Frage stellen, stellen sie das Medienhandeln von jedem Einzelnen in Frage, weil man meistens mitmacht und für sich denken lässt und nicht selber denkt und einfach Dinge ungefiltert annimmt, Informationen ungefiltert annimmt, die man vielleicht mal hinterfragen sollte. Auch Jean Peters vom Künstlerkollektiv Peng will die Menschen aufrütteln. Seine Gegner? Große Konzerne wie Shell oder Google mit seiner Datensammelwut. Im Mai 2014 geben sich die Schauspieler des Peng-Kollektiv kurzerhand als Google-Repräsentanten aus. Auf der Internetkonferenz Republika präsentieren sie neue Google-Produkte. Darunter die Überwachungsdrohne für jedermann. Oh, wow, there she is! A Google Bee! Wow. So. Die Zuschauer sollen den Hoax über die sozialen Medien verbreiten. Und der Plan geht auf. Für kurze Zeit herrscht Verunsicherung in der Online-Welt. Und die Aktivisten genießen das Gefühl, die Menschen zu kitzeln darin, in ihrer Wahrnehmung zu schulen und dass sie merken, scheiße, das könnte echt sein. Ich habe es gerade wirklich geglaubt. Und durch die Auflösung bleibt trotzdem die Frage, ja, wie viel davon ist denn eigentlich real? Die Aktion erreicht mehr als eine halbe Million Menschen. Viele Medien berichten über den gelungenen Streich. Google selbst reagiert gelassen bis gereizt. Nach vorne hin haben die weiter versucht mit dieser Umarmungsstrategie. Immer mit diesem, ach, ihr seid ja so nett und ihr seid ja so schön, aber wir müssen euch ja doch dann auch anzeigen. Und das war ein Moment, so weit hätten wir nicht gedacht, dass wir kommen würden. Ja? Google schickt seine Anwälte, lässt die Webseite zur Aktion löschen und warnt die Künstler vor weiteren Auftritten. Die Aktivisten werten das als Erfolg. Offensichtlich haben sie eine empfindliche Stelle getroffen. Nur leider hält die Wirkung solcher Guerilla-Kampagnen nicht lange an. Nach dem Spektakel ist die politische Botschaft zu schnell wieder vergessen. Insofern verpufft der Effekt sehr schnell, weil zunächst und zumeist auch die Kommunikations-Guerilla-Aktionen als Kunstaktionen dargestellt werden. Naja, und Kunst tut niemandem weh, Kunst soll schön sein, Kunst soll vielleicht irritieren, aber dass Kunst wirklich Gesellschaft verändert oder jemals verändert hat, das kann man zur Diskussion stellen. Das Besondere am Hoax ist, dass er mit geringen Mitteln viele Menschen erreichen kann. Das nutzen auf der einen Seite Scherzkekse und Betrüger aus. Auf der anderen Seite lässt sich mit gezielter Desinformation auch Meinung machen. Politik und Unternehmen arbeiten schon lange so. Kommunikationsguerilleros wie Jean Peters zeigen jetzt, dass das keine Einbahnstraße ist. Und solche Notwehr, die darf ruhig auch ein bisschen Spaß machen. Es ist ganz einerlei, ob man das Wahre oder das Falsche sagt. Beidem wird widersprochen. Johann Wolfgang von Goethe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.